Vulkane. Sie sind die unberechenbaren und tödlichen Phänomene der Natur. Schätzungen zufolge starben in den vergangenen 400 Jahren weltweit etwa 300.000 Menschen durch die Folgen von Vulkanausbrüchen. Im Vergleich zu anderen Naturgewalten wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Stürmen sind das noch verhältnismäßig wenige. Das liegt vor allem daran, dass sich viele der gefährlichen Vulkane in abgelegenen Gegenden befinden. Dennoch sorgen Vulkanausbrüche für die verheerendsten Verwüstungen und vernichten große Gebiete wertvoller Natur für Jahrzehnte. Dennoch bleibt die Faszination, die von Vulkanen ausgeht, nahezu ungebrochen. Gerade auch, weil sie so unberechenbar sind. Die Forschung geht davon aus, dass es weltweit mehr als 600 aktive Vulkane gibt. Doch einen Vulkanausbruch zuverlässig vorherzusagen, gelingt den Wissenschaftlern trotz modernster Methoden bis heute nicht. Nur die Anzeichen können erfasst und gedeutet werden. So gehen einem Vulkanausbruch meist kleinere, in hoher Konzentration auftretende Erdbeben voraus. Bevor ein Vulkan ausbricht, sammelt sich zunächst das zähflüssige Magma in einer Kammer, die mehrere Kilometer unter der Erdoberfläche liegt. Diese Kammer ist durch einen Schlot mit der Erdoberfläche verbunden. Nun bauen Gase wie Schwefelwasserstoff oder Kohlenstoffdioxid in der Kammer einen enormen Druck auf. Wird der Druck schließlich zu groß, bricht der obere Gesteinsdeckel auf und das Magma sucht sich seinen Weg an die Oberfläche. Ganz nach der Zusammensetzung des Magmas und der Gase kann der Ausbruch eines Vulkans unterschiedlich stark ausfallen. Bei manchen Ausbrüchen wird das Oberflächengestein kilometerweit in die Luft gestoßen. Sogar komplette Bergkuppen können dabei weggesprengt werden, wie beispielsweise beim Ausbruch des Mount St. Helens im Jahre 1980. Vulkane machen deutlich, dass sich unsere Erde noch immer ständig verändert. Jeden Tag bilden Vulkane irgendwo auf der Welt neuen Boden. Neue Risse brechen in der Erdkruste auf und andernorts verschwinden Jahrtausende alte Schichten. Ein Kreislauf des Gesteins, das sich erhitzt, aufsteigt, in Eruption losbricht und wieder erkaltet. Für den Menschen war dies schon immer ein faszinierend schauerliches Spektakel. So zeigt dieser kleine Trickfilm aus dem Jahre 1902 einen Vulkanausbruch auf Martinique. Der für die damaligen Verhältnisse sehr moderne Katastrophenfilm des französischen Filmpioniers Georges Méliès versetzte sein Publikum in Angst und Schrecken. Ganze Ketten von aktiven Vulkanen ziehen sich rund um den Globus. Der vermeintlich feste Boden, auf dem wir stehen, ist permanent in Bewegung. Die Kontinentalplatten treiben unaufhörlich weiter, stoßen aneinander und reißen an anderen Stellen wieder auf. Die Temperatur von Lava liegt zwischen 800 und 1200 Grad. Alles, was mit ihr in Kontakt kommt, geht augenblicklich in Flammen auf und wird vernichtet. Betrachten wir uns einige der größten Vulkane der Erde genauer. Der Ätna ist mit rund 3300 Metern der höchste aktive Vulkan Europas. Er liegt auf der italienischen Insel Sizilien und entstand vor rund 600.000 Jahren. Die Landschaft um den Ätna ist durch die verwitternde Lava äußerst fruchtbar und sie war schon immer dicht besiedelt. Die ständige Gefahr eines Vulkanausbruchs hat die Menschen keineswegs davon abgehalten, sich in seiner unmittelbaren Nachbarschaft anzusiedeln. Denn vulkanische Erde zählt zu den fruchtbarsten Böden überhaupt und bietet daher beste landwirtschaftliche Voraussetzungen.
Zum Schutze der Bewohner wurde das Gebiet um den Ätna in 4 Gefahrenzonen aufgeteilt, die sich von innen nach außen minimieren. Der Ausstoß von Lava erfolgt bei einem Ausbruch meist nicht durch den Gipfelkrater, sondern an den Flanken des Bergkegels. Wie diese amerikanische Wochenschaubericht aus den 1950er Jahren zeigt, waren die Ausbrüche des Ätna spektakulär und mitunter sehr verheerend. The villagers living on its heaving slopes watch the boiling river of molten rock move toward their homes. Die bis dahin stärkste Flankeneruption in den Jahren 1950 bis 1951 förderte etwa 170 Millionen Kubikmeter Lava und hätte fast die Ortschaften Milo und Fornazzo vernichtet. 1955 ereignete sich ein explosiver Ausbruch des Nordostkraters, dem langsame und ruhige Lavaausflüsse am Kraterfuß bis 1964 folgten. Der Bärenberg ist der nördlichste, über dem Meeresspiegel gelegene aktive Vulkan der Erde. Sein höchster Punkt ist 2200 Meter hoch und nach dem norwegischen König Hakon dem VII. Benannt. Der Bärenberg ist stark vergletschert. Seine Eiskappe, die in 20 einzelne Gletscherströme untergliedert werden kann, bedeckt eine Fläche von 114 Quadratkilometern. Der früheste dokumentierte Ausbruch erfolgte 1616. In den Jahren 1732 und 1818 gab es ebenfalls Ausbrüche. Bis zum erneuten Ausbruch 1970 galt der Vulkan als erloschen. Der Cotopaxi ist mit 5.900 Metern der zweithöchste Berg Ecuadors und einer der höchsten aktiven Vulkane der Erde. Obwohl aktiv und damit nicht ungefährlich, ist er der am häufigsten bestiegene Berg des Landes und einer der meistbesuchten Gipfel Südamerikas. Der Name Cotopaxi bedeutet Thron des Mondes. Den einheimischen Völkern der Region galt der Berg schon vor dem Beginn der Inka-Herrschaft im 15. Jahrhundert als heiliger Berg. Er wurde als Regenspender und damit Garant für die Fruchtbarkeit des Landes und als Sitz von Göttern verehrt. Seit 1738 ist der Cotopaxi etwa 50 Mal ausgebrochen. Die große Eruption 1877 schmolz den Gipfelgletscher vollständig ab. Der 1666 Meter hohe Eyjafjallajökull ist der sechstgrößte Gletscher Islands. Unter dem Gletscher befindet sich ein Vulkan mit eigener Magmakammer, der seit der Besiedlung von Island nur selten aktiv war. Der Ausbruch des Jahres 2010 sollte jedoch weitreichende Folgen haben. Am 20. März 2010 begann kurz vor Mitternacht die erste Eruption des Vulkans. Weitere folgten und am 22. März gegen 7 Uhr stieg eine Eruptionswolke von der Ausbruchsstelle bis in etwa 4000 Metern Höhe. Am 23. März erreichte eine derartige Wolke 7000 Meter Höhe. Durch die im Zeitraum des Ausbruchs vorherrschenden nordwestlichen Großwetterlagen zog im Besonderen die Aschewolke der ersten, aber auch der zweiten Eruption über die Nordsee und Nordwesteuropa bis nach Russland. Ab dem 15. April kam es aufgrund von Beschlüssen der Luftfahrtüberwachungsbehörden, einen Großteil des europäischen Flugverkehrs nach Instrumentenflugregeln einzustellen, zu massiven Behinderungen im europäischen und interkontinentalen Flugverkehr. Bei dem Ausbruch von 2010 wurden rund 70 Millionen Kubikmeter Lava ausgestoßen, eine gewaltige Menge.
Der Fujiyama ist ein Vulkan und mit 3800 Metern Höhe der höchste Berg Japans. Er liegt auf der japanischen Insel Honshu. Der Fuji befindet sich in der Berührungszone der Eurasischen Platte, der Pazifischen Platte und der Philippinenplatte. Er wird als aktiv mit geringem Ausbruchsrisiko eingestuft. Vor ungefähr 100.000 Jahren bildete sich der alte Fuji über der Oberfläche vom davor befindlichen Vulkan. Mit jedem Ausbruch legte sich eine neue Schicht auf das alte Vulkanmassiv. Daher spricht man auch von Schichtvulkanen. Vom modernen, neuen Fuji wird angenommen, dass er vor ungefähr 10.000 Jahren über dem alten Fuji entstand. Der Mount St. Helens ist ein aktiver Vulkan im Skamania County im Süden des US-Bundesstaates Washington mit einer Höhe von 2550 Metern. Er gehört zur Kaskadenkette, einem vulkanischen Gebirgszug, der sich entlang der Westküste Nordamerikas erstreckt. Der Mount St. Helens weist wie alle Vulkane des Pazifischen Feuerrings eine besonders große Explosionsenergie auf. Der Ausbruch des Mount St. Helens vom 18. Mai 1980 ist der bis heute am besten beobachtete und untersuchte Ausbruch. Seit 1982 sind der Vulkan und sein durch den Ausbruch verwüstetes und sich langsam regenerierendes Umfeld als Naturschutzgebiet vom Typ eines National Monuments ausgewiesen. Diese beeindruckende Filmdokumentation befasst sich mit diesem Vulkangebiet. Mom, look at all these poor trees. I know. This used to be a beautiful green forest. Everything looks so dead around here. Well, if you look a little closer, you'll see there's really lots of living things. I bet it used to be pretty here. It was beautiful. Mount St. Helens, a 9,677-foot sleeping volcano nestled in the wild abundance of the Gifford-Pinchot National Forest in southwest Washington. Before it began to awake from its slumber in March 1980, Mount St. Helens was indeed surrounded by beautiful, bountiful forests and lakes and streams. From the summit, the views were breathtaking. Below lay Spirit Lake, and in the distance, Mount Rainier. The natural setting was a recreational haven for campers, hikers, picnickers. Thousands of children had their first camping and boating experiences on Spirit Lake at the YMCA's Camp Meehan and other youth camps. Forest Service campgrounds like Bear Cove, Cedar Creek, and Donnybrook provided an inspirational setting for those who would venture into this postcard world. Though a sleeping volcano, Mount St. Helens was active many times in the history of the area, so much so that early Native Americans called it Fire Mountain. Big eruptions were seen as late as the mid-1800s. Then, the mountain seemed to go back to sleep again. We're
are directly over Mount St. Helens right now, and there is no question at all that the volcanic activity has begun. You can see smoke and ash pouring from the top of the mountain, especially on the north side of the mountain. March 27th, 1980. Following a series of earthquakes under the mountain during the previous week, Mount St. Helens began to wake up. A 250-foot-wide crater opened, spewing ash and steam. It came as no surprise to geologists who had predicted 2 years earlier that Mount St. Helens would erupt before the end of the century. Volcano experts from the government, the University of Washington, and elsewhere rushed in with electronic equipment to measure the slightest twinge. 845. And a young scientist, David Johnston, of the U.S. Geological Survey, predicted a series of events which would later prove to be incredibly accurate. In the initial phases, we'd see probably very large eruptions that would extend high into the air. This would spread ash over large areas in western Washington, maybe possibly in an extreme case, even farther east. In the near flanks of the volcano, there would be more damage done by possibly hot avalanches, pyroclastic flows. Farther downstream, we could see mud flows and floods. Because this is such a symmetrical volcano and because the crater is so high, if there's an explosion, it's probable that the debris, the very hot incandescent ash that would come down, could come down all sides. But right now, there's a very great hazard due to the fact that the glacier is breaking up on this side of the volcano, on the north side, and that could produce a very large avalanche hazard. By early April, the crater had expanded to 1,500 feet wide and continued to grow. The Forest Service had already closed portions of the Gifford-Pinchot National Forest surrounding the volcano. Those having homes, lodges, or camps in the area were urged to leave. Using a donated helicopter and a large drop box, the operators of the Spirit Lake Youth Camp began hauling out. Most were taking the warnings seriously. Still others were not impressed with the warnings. Hey, you don't mind working in the shadow of the mountain then? No, not at all. There's nothing to be scared of. More danger than one of them trees falling on the backside than there is mountain of exploding. For 83-year-old Harry Truman, operator of St. Helens Lodge on Spirit Lake, the warnings fell on deaf ears. He wasn't moving anywhere. That's my life. Spirit Lake and Mount St. Helens is my life, folks. I've lived there 50 years. It's a part of me. That mountain and that lake is a part of Truman, and I'm a part of it. Sunday morning, May 18th, 1980. It was like any other morning for a Forest Service tree planting crew on the lower southern flank of the mountain until 8:32 a.m. It seemed to happen in an instant. The whole top of the mountain, tons of ash, rock, and ice, rocketed into the stratosphere. The cloud reached some 15 miles up into the sky. The sight was spectacular. As most of you already know, we had a major eruption occurring at 8:32 approximately this morning on Mount St. Helens. It does appear that the northwest flank of the mountain seems to be gone. They have indicated that there have been some mud flows that have come down the southeast flank of the mountain. Emergency procedures have been put into effect. At 10:15 this morning, Nicollet County reported that a 12-foot wall of water was coming down the Tula River, and this was verified by the Washington State Patrol. The raging wall of water caused by the melted ice and snow
roared through a logging camp, picking up more debris as it went, knocking out bridges, cabins, and homes. In a matter of hours, the flood surged under the Tootle River Bridge on Interstate 5, forcing closure of the main arterial between Seattle and Portland. Entire forests with logs hundreds of years old passed by stunned onlookers. Eventually, the logs and mud reached the Columbia River, clogging the river channel and closing it to freighter traffic. But the wind was blowing the ash in a northeasterly direction, and at noon it was pitch black in much of central and eastern Washington. CITAM and CATS FM urges everyone to not panic. If you want to start getting out some water supply. The gritty clouds seemed to some like the end of the world. I'm sorry, the road is closed from here any further east. Okay. This is as far east as you can go. All over eastern Washington, people and other living things suddenly had to deal with a world full of ash. Ash from a plume that eventually spread around the world. For a while, roads and highways hundreds of miles away had to be closed due to blowing ash. The ash was everywhere. And because it was so light and fine, the grit got into everything. Water simply turned it into a substance with the consistency of wet cement. Meanwhile, the biggest rescue operation in the history of the Northwest was underway, involving military helicopter units, volunteers, and Forest Service employees, all coordinated by the county sheriffs. Look at this. It doesn't even look like the same country. Even the valleys have changed. And nothing matches the map. Where's Spirit Lake? Is that it over there? I can't believe I've camped up in this area. It doesn't look like any place I've ever been before. Rescue operations lasted for 2 weeks. 170 people were brought to safety, but 57 were dead or missing. Geologist David Johnston was at a scientific research station 6 miles northwest of the mountain. Harry Truman was at his lodge. Neither was ever found. Okay, I think we got a car down here on the left. Looks like a Japanese car of some type. From the perilous vantage point of a still photographer and the actual recorded transmission of a ham radio operator, we learned a lot about what actually happened in the first few minutes of the eruption. Oh, I just felt an earthquake, didn't I? Oh, now we got an eruption down here. Now we got a big slide coming off. The slide is coming off of the west slope. Now we got a whole great big eruption out of the crater. And we got another that opened up on the west side, and a whole west side, northwest side is sliding down. All right, we got it, boy. The whole northwest section and north section blown up. It's coming up over the ridge towards me. I'm going to back out of here. Photographer Gary Rosenquist barely escaped. Radio operator Jerry Martin did not. This was not an eruption that spewed molten lava, but throughout the day, pyroclastic flows of hot gases, ash, and pumice rolled down the mountain at speeds of up to 100 miles an hour, searing everything in the way. In the valleys below, steaming hot mud flowed over businesses, campgrounds, roads, bridges, homes. The blast had leveled about 40,000 acres of prime timber. The avalanches of debris, rocks, mud, ice, and snow created a massive natural dam at one end of Spirit Lake. Should the dam give way, communities downstream would be threatened by catastrophic flooding. To reduce the threat, the Army Corps of Engineers first used pumps and later a tunnel
to keep the lake at a safe level. On privately owned lands, salvage operations to reclaim the downed timber got underway quickly. After a careful environmental analysis, the Forest Service allowed salvage in the National Forest. Though there have been lesser eruptions several times since May 1980, scientists from the U.S. Geological Survey visit the steaming crater, continuing to monitor the changes taking place. And as a new mountain begins to take shape inside the crater in the form of a slowly building dome of hot lava, we're learning more about how volcanoes are formed. Other researchers from the Forest Service, universities, and private research organizations are conducting ongoing research projects in areas affected by the eruption. All of them are seeking answers to such questions as, how did the eruption affect water, plants, and wildlife? How can we better predict eruptions? What can we learn about the formation of the Earth and its soils and how life interacts? On the slopes of the mountain, scientists such as biologist Jim McMahon found that what looked like a dead environment was really very much alive. When I first visited the volcano in the summer of 1980 and looked out at the terrific amount of destruction, I found it almost impossible to believe that plants and animals could survive. To my amazement, and I think to the amazement of all my colleagues, as we began to look more carefully in places that had been leveled by even the most serious impacts of the volcano, we were able to find plants and animals that had survived. And even if there weren't survivors, new migrants coming in from the outside were already beginning to get a foothold. One way that a lot of animals survived on the morning of May 18th in 1980 was to be below ground. For some animals, they not only live below ground, but all of the nutrients that they require come from below ground resources. A good example of that is the animal that made this mound, a pocket gopher. Not only do pocket gophers stay underground and they can survive with the roots and bulbs that were underneath the volcanic material, but they actually help the new plants that are coming in to reestablish. Scientists like Joe Means of the Forest Service are studying those processes that allowed many plants and trees to survive the blast and the layer of ash, or tephra. Here's a Pacific silver fir doing very well after coming out from under the snowpack and under the tephra, and some others not doing so well. But after they survive the tephra fall and the hot blast, they also had to reach the surface. And some of them did, like this one that's fairly stiff. And some of them did to a limited extent, like this one that's still quite bent over. And some trees, such as this little silver fir here, could not. You can see he's fairly well stuck, no green foliage on his crown. In the zone of blown down forests, one of the most important sites for survival of plants was on the vertical surfaces of root wads of blown down trees, such as you see here. Here you see some huckleberries, which survived the eruption under a snowpack, and they were further helped by being on this vertical root wad surface because pumice and ash did not collect here and smother them. The aquatic systems around Mount St. Helens received a variety of impacts from the volcano. They range from places like Maida Lake here, where on the morning of May 18th, the area, the surface of the water was covered with ice and snow. That helped to insulate the organisms in the water from the effects of the volcanic fallout. The result of that is that fishes and reptiles and amphibians like frogs and salamanders survived in place and have continued to breed even as early as the summer of 1980. Not only are plants and animals coming back to the landscape, so are people. In the first years after the eruption, more than 1 million people have visited the area.
In fact, the volcano has become a major point of interest for visitors from throughout the world. The Forest Service has provided access to various viewpoints inside the blast zone, such as this one at Windy Ridge overlooking Spirit Lake. Right now, if we drained all of Spirit Lake, we'd have to go down through about 120 feet of mud to get to the top of the old lake. Presentations by the Forest Service describe many of the subtle features of the blast area and provide answers to many a curious visitor. Where was the Harry Truman Lodge down there? Okay, Harry Truman's Lodge was right over at the tip of this ridge right over there, the one coming into the water. But of course, he was down about 300 feet from where it is now, because he was on the old lake line. And so he's been covered by about 120 feet of mud, and then the water on top of that. To preserve the area around the mountain as a natural wonder, Congress and the President declared 110,000 acres as the Mount St. Helens National Volcanic Monument, to be managed by the Forest Service. This assures that much of the area where the effects of the eruption are so dramatic will be allowed to recover naturally, so that present and future generations can get a close-up look at the rebuilding processes of nature. For those who can't make the trip to the blast zone, but who still have curiosities to satisfy, a visitor center has been established near Interstate 5. Displays and information are also provided at the Forest Service information stations on the way into the monument. For those who do travel to the blast zone, the first impression is one of utter bleakness. Many are saddened to see an area of such abundant beauty now transformed into a seeming wasteland. But as the days and years go by, what becomes awe-inspiring is the rebirth, the regrowth, the return of life. The beauty that was the attraction for so many before the eruption is returning, albeit at nature's own pace. Now, if we look here, what did we see down in there? We saw a fish, and there's just life coming back. And also, look at that, there's plants there. And so there's plants coming back everywhere, and along with the plants, there's animals that come back. And just like that, there's a little frog right there. Volcanoes are secretive and largely unpredictable. Mount St. Helens may remain active for months, years, even centuries. But one thing for sure, it will continue to change. That's the way it is with volcanoes. For now, we have a landscape in transition, a rare opportunity to look into the Earth's window and learn more about our planet and the life that thrives upon it, and a chance to marvel at nature's persistent ability to heal what seem to be devastating wounds and to rebound and prosper with abundant life and beauty. Stumme Zeugen der Vulkanausbrüche sind die Kalderen. Kalderen entstehen entweder durch explosive Eruptionen oder durch den Einsturz oberflächennaher Magmakammern eines Zentralvulkans, die zuvor durch Ausbrüche entleert worden sind. Eine Caldera kann durch ausströmende Lava wieder gefüllt werden. Auch kann sich auf dem Boden einer Caldera erneut ein Vulkankegel bilden. Der Yellowstone-Vulkan liegt über einem geologischen Hotspot, einem stationären Punkt unter der Erdkruste, an dem durch Hitze verflüssigtes Gestein aus dem Erdmantel aufsteigt und sich besonders dicht unter der Erdoberfläche befindet. Das durch den Hotspot aufsteigende Magma wird bei der Bewegung in Richtung Erdoberfläche durch die harten Gesteinsschichten der Rocky Mountains aufgehalten. So entsteht eine ständig wachsende unterirdische Kammer. Unter dem hohen Druck der sich dort aufstauenden Magmamassen hebt sich das darüberliegende Gestein, was schließlich zu Rissen im Oberflächengestein führt.
Durch diese Schwachstellen in der Erdkruste entweicht das unter hohem Druck stehende Magma, während das Dach der Magmakammer einsinkt und eine Caldera zurückbleibt. Dabei werden Staub, Asche und Gase in die Atmosphäre geschleudert und verteilen sich rund um den Globus. Bis zu 2000 meist schwache Erdbeben werden jährlich durch den Vulkanismus in der Region ausgelöst. Die Hekla ist ein 1500 Meter hoher Vulkan im Süden Islands. Sie ist Zentralvulkan einer 40 Kilometer langen Vulkanspalte und mindestens 6600 Jahre alt. Der Berg gehört zu den drei aktivsten Vulkanen Islands. Die beachtlichen Eruptionen des Vulkans haben immer wieder große Teile von Island mit vulkanischen Aschen und Gestein bedeckt. Auf der anderen Seite der Weltkugel, auf der Insel Hawaii, befindet sich der Kilauea. Der Kilauea ist derzeit einer der aktivsten Vulkane auf dem Planeten Erde und einer der am meisten von Touristen besuchten aktiven Vulkane. Der jüngste Ausbruch dauert seit Januar 1983 an. Er findet nicht im Hauptkrater, sondern im etwa 15 Kilometer davon entfernten Nebenkrater statt. Lava gelangt hierbei mitunter bis zum Meer. Dabei fließt sie nicht die gesamte Strecke oberirdisch, sondern häufig in Lavatunneln. Solche sich natürlich bildenden Tunnel ermöglichen es der flüssigen Lava, sehr große Strecken zurückzulegen, ohne stark abzukühlen. Auf der Insel befinden sich neben dem Kilauea noch zwei weitere aktive Vulkane. Er ist mit 5900 Metern der höchste Berg Afrikas, der Kilimandscharo. Man erwartet hier eigentlich Kälte, doch der Berg mit der bekannten Gletscherhaube ist ein schlafender Vulkan. Wenige Zentimeter unter der Erde ist es bereits so heiß, dass Wasser kochen würde. Am Kilimandscharo-Massiv, das etwa 2 bis 3 Millionen Jahre alt ist, fand die vermutlich größte Eruption vor rund 360.000 Jahren statt. Zuletzt soll der Kibo um 1700 ausgebrochen sein. Seitdem verharrt die vulkanische Aktivität auf einem niedrigen Niveau, ist jedoch keineswegs erloschen. Der Popocatépetl, auch El Popo oder Don Goyo genannt, ist einer der sogenannten Zwillingsvulkane in Zentralmexiko. Seine derzeitige Höhe beträgt 5400 Meter, während seine kleinere Vulkanschwester aktuell auf 5200 Meter kommt. Ein Ausbruch im Jahre 1994 beendete eine etwa 50 Jahre lange Ruhepause. Im Jahr 2000 bildete sich nach einer explosiven Eruption eine 5 Kilometer hohe Wolke über dem Vulkan. Die Aktivität des Vulkans hat seither jedoch stark abgenommen. Es bleibt eine Emission von Dampf, Gas und Aschewolken. Vulkane gibt es aber nicht nur bei uns auf der Erde, auch auf dem Mars gibt es sie. Der Vulkanriese Alba Patera ragt unmittelbar am Nordrand des Tarsisrückens rund 6 Kilometer über das umgebende Tiefland und ist mit einem Basisdurchmesser von über 1200 Kilometer der flächengrößte Vulkan im Sonnensystem.
Alba Patera ist anscheinend einmal durch einen Kollaps in sich zusammengefallen. Auch auf dem Mars ist die Oberflächenbildung noch immer in Bewegung. Wie berichtet, ist der Vulkan Kilauea auf Hawaii schon seit Jahrzehnten aktiv. Diese eindrucksvollen Filmaufnahmen zeigen die Kraft und Energie, die Schönheit und Faszination, die Zerstörung und das Feuer.
In einer Tiefe ab 100 Kilometern, in der Temperaturen zwischen 1000 und 1300 Grad Celsius herrschen, schmelzen Gesteine zu zähplastischem Magma, das sich in großen, tropfenförmigen Magmaherden in 2 bis 50 Kilometern Tiefe sammelt. Wenn der Druck zu groß wird, steigt das Magma über Spalten und Klüfte der Lithosphäre auf. Ein Vulkanausbruch ist die Folge. Vulkane sind die letzten lebenden Zeugen der Erdentstehung. Unser blauer Planet in all seiner Schönheit und Pracht durchlebt eine ständige Veränderung. Seine Landmasse verändert sich schon seit Anbeginn der Welt und wird es bis zum letzten Tage tun. Wir Menschen haben Respekt vor diesen Gewalten der Natur. Wir sollten unserem Planeten und der Natur denselben Respekt entgegenbringen.